Hallo, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich bin Nora, ich bin 19, ich bin glücklich und ich mache Videos. Das steht immer in meinen Social-Media-Kanälen, überall. Wenn ich Geburtstag habe, ändere ich die Zahl immer. 20, nur noch dieses Jahr Teenager. Genau, ich möchte heute mit euch über das Thema Selbstbewusstsein reden. Wie ich zu Selbstbewusstsein gekommen bin. Ich kann gleich dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Bin es auch immer noch. Aber mit der Zeit ist es besser geworden. Und ich älter. Zwei gute Sachen. Was mache ich eigentlich? Ich mache Videos, wie schon gesagt, auf meinem YouTube-Channel. Der heißt Nora Wunderwald. Und ich mache das seit 5 Jahren. Ich habe um die 13.000 Abonnenten. Mittlerweile wächst es immer schneller. Ich freue mich sehr. Genau, aber ich war nicht so ein Durchstarter wie mein anderer. Dafür ist die Bindung zu meinen Zuschauern umso enger. Ich mache aber keine Videos so, wie viele Mädchen das auf YouTube machen, so DM-Hauls und Beauty-Videos und sowas. Mache ich auch, aber ich versuche immer so in oberflächliche Sachen Tiefgrund reinzubringen. Das ist mir sehr wichtig. Aber was ich am liebsten mache, sind Videos über wichtige Themen, wie Selbstbewusstsein, Sparen, Umwelt, Veganismus, sowas. Ja, und heute bin ich hier und möchte mit euch über meinen Weg zum Selbstbewusstsein reden. Das bin ich. Da sieht man auch sehr gut, wie ich mich in den Jahren, mit 14 habe ich angefangen, mittlerweile bin ich 19, verändert habe. Ich hatte mal blonde Haare, jetzt bin ich wieder ein Brownie, stehe dazu. Und ich bin unglaublich gewachsen, nicht nur äußerlich, sondern natürlich auch innerlich. Und das alles habe ich auf Social Media festgehalten. Und ich habe versucht, auf meinem Instagram-Kanal habe ich ganz runter gescrollt und geschaut, welches Bild drückt eigentlich aus, wie ich mich fühle? Die Antwort, keins. Wirklich kein einziges Bild habe ich gefunden, wo man sieht, zero Selbstbewusstsein. Wie es noch bis vor einem Jahr war. Ganz rechts, das war mein Abiball. Und danach ging es ungefähr los, dass ich Leuten in die Augen schauen konnte, dass ich mich im Unterricht melden konnte, hatte dann keinen Sinn mehr, aber dass ich mich zum Beispiel getraut habe, so einen Zock zu halten. Aber auf all diesen Bildern, man würde denken, okay, die hat Selbstbewusstsein, die weiß, wer sie ist, die weiß, wie sie aussieht und die stellt sich gerne ins Internet. Aber ich habe eigentlich nur eine Rolle gespielt. Und deswegen haben viele Leute auch immer gesagt, du bist anders im Internet, du kommst anders rüber. Und ich so, klar, weil ich natürlich mit euch im wahren Leben nicht richtig reden kann, ich kann euch nicht in die Augen schauen. Und im Internet sitze ich vor einer Kamera oder vor meinem Handy und habe eine Linse vor der Nase. Und das ist natürlich viel einfacher. Und das ist, was mir persönlich immer schwer gefallen ist, Leuten in die Augen zu schauen, überhaupt auch mich im Unterricht zu melden oder Vorträge zu halten, wirklich gar nicht, nichts. Aber zuerst mal will ich sagen, dass es normal ist, dass man wenig Selbstbewusstsein hat, wenn man jung ist. Selbstbewusstsein kommt letztendlich von Identität. Und Identität von etwas, womit man sich identifiziert. Also wenn man für eine Sache brennt oder total hinter etwas steht. Vielleicht habt ihr schon mal Leute gesehen, die über was reden, was sie lieben. Leuchtende Augen. Die Körpersprache ist ganz anders. Und ich könnte diesen Leuten stundenlang zuhören, weil es einfach so schön ist. Und wenn ihr so eine Sache gefunden habt, für die ihr brennt, ich glaube, jeder hat sowas, ob es jetzt irgendein Sport ist oder bei mir ist es YouTube und was ich da mache, dann sollte man die auch verfolgen und vor allen Dingen dranbleiben. Und eben gerade, wenn man jung ist, ist es noch schwer, was zu finden. Oder ist man gerade noch in der Findungsphase, in der Orientierungsphase oder sowas. Und da ist es gut, sich so eine Frage zu stellen oder so einen Satz vor sich zu sagen. Ich bin Hashtag Name und mache gern Aktivität und meine Freunde würden mich als bezeichnen. Also bei mir wäre das, ich bin Nora Wunderwald und ich mache gern Videos und meine Freunde würden mich wahrscheinlich als positiv bezeichnen. Und dieser Name ist auch wichtig, weil ich lange Zeit meinen Namen nicht mochte,
Und ich hatte immer irgendwie so einen Special-Name, Ronnie Rainbow. Wup, wup. Damit bin ich umhergegangen in Social Media. Und dann irgendwann habe ich begriffen, nein, Nora ist eigentlich ganz cool. Und zuerst hieß ich auf YouTube auch noch Nora W18. Bis ich dann irgendwann meinen zweiten Namen als so cool empfunden habe, dass ich den verwenden kann. Und jetzt fragen mich immer Leute, ist das dein echter Name? Ja. Goals. Genau. Wenn man sich dann mal ein Herz gefasst hat, beziehungsweise wenn man irgendwann mal gefunden hat, was man mag, muss man irgendwie trotzdem das Selbstbewusstsein aufbringen, dahinter zu stehen. Und ich erzähle da immer gerne die Story von Beyoncé. Beyoncé ist eigentlich auch ein introvertierter Mensch. Und nicht so selbstbewusst, wie es vielleicht scheinen mag. Zumindest war es früher so. Und sie hat ja diese Person entwickelt, die es nicht wirklich gibt, namens Sasha Fierce. Und auf der Bühne war sie dann Sasha Fierce, also eine Rampensau, wie der Name schon sagt, die voller Enthusiasmus da ihr Ding gemacht hat, so wie Beyoncé halt eben ist. Und Fake it till you make it ist so ein Spruch, an dem ich mich auch sehr orientiert habe. Denn wenn man einfach rausgeht auf die Straße oder auch auf Social Media und einfach so tut, als ob, wenn man einfach mal lächelt, Brust raus, Bauch rein, Kinn hoch und so tut, als ob, dann nehmen die anderen einen auch so wahr. Und irgendwann, umso mehr man das gemacht hat, irgendwann muss man es nicht mehr faken. Weil man merkt dann irgendwann, es ist gar nicht so schlimm. Man merkt dann, dass die Situationen gar nicht so schrecklich sind, wie man sie sich immer vorstellt. Gerade ich als mega schüchterner Mensch hatte da auch immer wirklich fast soziale Ängste. Bei uns im Kaufhaus in Dresden bin ich immer hochgefahren zu einer Rolltreppe und da war so ein Food Court. Und da waren immer junge Menschen, so in meinem Alter. Und ich habe immer gedacht, die finden mich alle ganz komisch, aber das stimmt nicht. Man denkt das bloß selber. Und ich habe eigentlich immer auf den Boden geguckt. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, du fakest es jetzt einfach, als ob du, ne? Ging irgendwann. Das Nächste. Wenn ihr einen Auftritt habt auf Social Media oder auch nicht, selbst wenn ihr nicht auf Social Media seid, jeder Mensch hat eine Reichweite, ob es 5 Freunde sind, ob es 13.000 Leute sind, ob es Millionen von Leuten sind. Jeder Mensch hat seine eigene Reichweite und die sollte er auch sinnvoll nutzen. Ich finde es so traurig, dass manche Leute ihre Riesenreichweite, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch so einige deutsche YouTuber, die nutzen ihre Reichweite nicht für wichtige Themen. Also da ist immer die Frage, was ist sinnvoll? Da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Aber ich finde, gesellschaftliche Themen sind wichtig oder sinnvoll. Politische Themen. Ja, so Sachen wie Feminismus, Sachen wie die Flüchtlingsdebatte oder auch die Umwelt. Oder was essen wir eigentlich? Das sind so meine Themen. Aber natürlich, ich will auch nicht so sagen, nur das. Weil dann gibt es ja auch keine Varietät mehr. Variety. Sondern die Mischung macht's. Ich mache auch Videos über Klamotten und Hauls und sowas, aber auch da versuche ich irgendwie einen Tiefgrund reinzubringen. Das ist überhaupt mein Ansporn, in jede noch so oberflächliche Sache Tiefgrund reinzubringen und irgendwie den anderen was mitzugeben, weil das ist so schön, das merkt ihr dann, wenn ihr diese Chance nutzt, Leute zum Nachdenken anzuregen. Das sind auch meine liebsten so Kommentare oder Nachrichten, die ich kriege. Wenn die Leute sagen, du hast mich inspiriert, du hast mich zum Nachdenken gebracht und du bist nicht so wie andere YouTuber. I love dislikes. Was ich damit meine, negative Kommentare, Hater-Kommentare, Konflikte, ja, Kritik. Es gibt immer zwei Möglichkeiten oder zwei Wege, die man einschlagen kann. Entweder man lässt sich davon unterkriegen und das ist oft, gerade wenn man kein so hohes Selbstbewusstsein hat, so die Sache, die man als erstes machen will. Aber es ist viel schöner und viel besser für euer eigenes Wachstum, für euer Persönlichkeitswachstum, sich damit auseinanderzusetzen und eben daran zu wachsen. Und Kritik ernst zu nehmen und sich auseinanderzusetzen. Gerade auch mit Anhängern, also auch meine Anhänger, die mich wirklich lieben, die schreiben mir teilweise, Nora, das hättest du vielleicht nicht sagen sollen.
Und sowas liebe ich, eben konstruktive Kritik. Aber natürlich gibt man auch Hater-Kommentare. Ja, man muss da immer so einen Weg finden, weil nicht hinter jeder Kritik steht ein Mehrwert, aber hinter der meisten Kritik. Und viele haben immer so Angst, ja, wenn ich einen Social-Media-Auftritt habe und das mache oder meine eigenen Interessen vertrete, dann kriege ich einen Strupp. Und das kriegt ihr auch, weil es gibt so viele blöde Menschen da draußen, die irgendwie keine Moralität haben in ihrem Herz. Aber wachs daran. So, jetzt habe ich geredet, wie es ist, wenn ihr selber einen Social-Media-Auftritt oder irgendwie überhaupt einen Auftritt habt in der Welt. Aber was ist mit euch als Konsument? Auch ich bin ein Konsument. Ich bin ja auch den ganzen Tag unterwegs und ich gucke auch selber sehr gerne YouTube-Videos. Darüber bin ich auch überhaupt auf YouTube gekommen. Und es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Dem stimme ich zu. Aber ich sehe das noch ein bisschen breiter. Ich finde auch, du bist, was du siehst, was du hörst, was du liest, was du konsumierst, die Erfahrungen, die du machst. Du bist eigentlich alles, all das, was du machst und was du erfährst, das bist du. Und so auch im Internet. Und es finde ich ganz wichtig zu sagen, dass man die Wahl hat. Du hast die Wahl, wer dich beeinflusst. Und wenn du merkst, jedes Mal, wenn ich durch mein Instagram scrolle, fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ich 1000 skinny Fitnessmodels mit einem geilen Po gesehen habe, dann entfolg dieser Person. Und das heißt nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist oder dass das schlechte Menschen sind, aber die sind einfach Gift für das Selbstvertrauen, gerade für junge Menschen. Und so viele junge Menschen sind eben auf Instagram. Gerade junge Menschen. Und man muss sich da wirklich bewusst sein, dass man eine Chance hat, das selber für sich einzustellen. Und wir verbringen so eine große Zeit im Internet, so einen großen Teil unseres Tages, und es sollte Spaß machen, es sollte uns nicht runterdrücken. Und eine weitere Sache, die ich da erwähnen möchte, ist das Vergleichen. Ganz großer Fehler, und ich mache das auch so oft, und Daily Struggle könnte man sagen. Aber natürlich ist Vergleichen eigentlich Mist. Wir sind alle einzigartig, ist ja klar. Und die Schönheit oder was auch immer eines anderen Menschen heißt nicht deine eigene oder die Abwesenheit deiner eigenen Schönheit oder Kreativität oder Fitness oder Intelligenz, sondern, ja, ich bin neulich irgendwo gewesen auf irgendeinem Festival, was heißt irgendeinem Festival, auf dem Kosmonaut-Festival, das war auch gleichzeitig mein erstes Festival, ich mache nämlich solche Sachen eigentlich nicht, aber da waren so viele coole Menschen und alle hatten irgendwie Glitzer auf dem Gesicht und alle waren jung und dynamisch und nett, genauso wie hier. Und ich habe mir hier gestern auch wieder gedacht, wenn ich mich mit jedem, der hier ist, vergleichen würde oder mich schlecht fühlen würde oder mir wegen jedem Gedanken machen würde, warum bin ich nicht so und so, dann würde ich nie fertig werden. Und trotzdem ist das Vergleichen irgendwas, was tiefe Menschen verankert ist, glaube ich, weil der Mensch durchs Vergleichen auch immer besser wird. Man strebt ja eigentlich immer danach, besser zu werden. Und durch das Vergleichen versucht man eben, sich von einem anderen was mitzunehmen. Oder so zu sein wie jemand anderes. Genau. Was aber noch wichtig zu sagen ist, das Internet vertritt jede Art von Mensch, jede Art von Gedankengut, jede Art von Körper, yada, yada, yada. Und es gibt für jeden einen Platz in diesem riesen Komplex, der sich World Wide Web nennt. Und man findet immer irgendwie Anhänger, man findet immer irgendwo einen Platz, wo man Gleichgesinnte findet. Aber wichtig ist, dass man selbst auch offen gegenüber anderen ist, was ich vorhin schon gesagt habe mit den Dislikes. Seid offen gegenüber anderen und leben und leben lassen, eigentlich. Nochmal zusammengefasst. Finde heraus, wer du bist. Also, wenn es um deinen eigenen Social-Media-Auftritt oder überhaupt Auftritt einfach geht, wenn wir erwachsen werden. Finde heraus, wer du bist. Steh dazu. Sei stolz auf das, was du kannst, auf das, was du magst. Steh dahinter. Und hör nicht auf damit. Lass dich nicht von anderen kleinkriegen. Oder lass dir nicht sagen, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, du kannst nicht der sein, der du willst. Sondern mach dein Ding. Und du als Konsument, immer bewusst sein, du hast die Wahl,
wem du folgst, wer dich beeinflussen lässt. Vielleicht folgst du einfach mal irgendeiner Seite, auf die du eigentlich gar nicht so Bock hast. Irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber lass dich davon inspirieren und entdecke vielleicht neue Sachen. Das nächste, schütze dich. Also, das ist, gehört eigentlich auch mit zu, du hast die Wahl. Das Schöne am Internet ist, oder an Social Media, Facebook, Twitter, ich sage immer Social Media, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, was es nicht alles noch gibt, Snapchat. Es gibt überall so schwarze Listen, blockieren, melden. Es gibt da schon Möglichkeiten. Und ich nutze die auch sehr gern und sehr häufig. Ich musste zum Beispiel auf YouTube das Wort Süßkartoffel in allen Ausführungen streichen, weil ich damit beleidigt wurde. Längere Geschichte. Und leben und leben lassen. Lasst die anderen sein, wie sie sein wollen. Und macht selber euer Ding. Gut, das ist meine letzte Folie. Das bin ich, das ist das letzte Bild, was ich auf Instagram hochgeladen habe. Und das ist eigentlich nicht anders als die anderen Bilder. Aber auf diesem Bild bin ich selbstbewusst. Oder bin ich zumindest der Mensch, der ich jetzt bin. Gegenüber den anderen, wo ich zero Selbstbewusstsein hatte. Und hier bin ich immer noch ein schüchterner Mensch. Ich glaube, das ist einfach mein Being. Ich bin einfach schüchtern. Und das werde ich auch nie ändern können. Aber ich bin kleine Schritte gegangen, um selbstbewusster zu werden. Und die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit lässt sich auch reifen. Ist ja auch klar. Mittlerweile bin ich 19 und stehe im Leben. Und bin raus aus der Schule. Das will ich auch nochmal dazu sagen. Die Schule verbaut einem so viel und macht einen manchmal so klein. Und gerade wenn man sich nicht traut, im Unterricht zu melden oder den Lehrern in die Augen zu schauen, das nimmt einen so viel Enthusiasmus und irgendwie viele Möglichkeiten, die man aber im echten Leben greifen sollte. Hier seht ihr meine ganzen Social-Media-Sachen. Mir ist es immer ganz wichtig, mit meinen Zuschauern und Followern in Kontakt zu bleiben. Und so viele Leute erzählen mir ihre Lebensgeschichte oder sagen mir, du hast mir beim Abi geholfen, du hast mir mit meinem Selbstbewusstsein geholfen, wegen dir habe ich mich von meinem Freund getrennt oder irgendwie sowas. Und das bedeutet mir so viel. Deswegen, falls ihr irgendein Problem habt, ja, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich bin da ganz affin, was das alles angeht. Das war's. Ja, und wir kommen zum Abschluss, zu dem allseits beliebten Teil. Wir haben hier ein Wurfmikrofon, das heißt so, weil man es werfen kann. Und das besteht aus Schaumstoff, das heißt, es wird euch nicht wehtun, wenn ich euch damit bewerfe. Ihr könnt jetzt Fragen an Nora stellen, die euch interessieren und dann das Mikrofon einfach weiterwerfen. Gibt es schon jemanden, der eine Frage hat, beziehungsweise der etwas fragen möchte? Bitte schön. Also, du wusstest jetzt ja, dass du diesen Vortrag halten wirst und wusstest auch, dass du das und das Thema verwenden möchtest, hast es dir auch selber ausgesucht. Wie ist das dann, wenn du dich jetzt darauf vorbereitest und du genau weißt, ich werde von einem gewissen Publikum sprechen, das auch schon ein bisschen größer ist? Gibt es da irgendwie so eine Sache, wo du sagst, das muss ich machen, damit ich mich dann auf einer Bühne wohlfühle? Ich habe heute zum Beispiel meine Lieblingsfarbe an, schwarz, wie meine Seele. Aber eigentlich nicht. Ich saß gestern im Bus und habe meinen Vortrag so ziemlich zum ersten Mal komplett durchgesprochen. Gestern war Freitag, ja. Und ich habe am Ende wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich das nicht glauben kann, dass ich vor so vielen irgendwie Leuten irgendwann stehe und über Selbstbewusstsein rede. Hätte mir das irgendjemand gesagt, noch vor einem Jahr, hätte ich das nicht geglaubt. Von daher, ja, ich habe mich einfach seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Aber auch, also am Anfang war es so, als ich hier die Anfrage bekommen habe, habe ich gesagt, so alleine reden, das traue ich mir eigentlich nicht, Linda. Kann vielleicht noch jemand hier neben mich kommen und wir machen das so wie eine Q&A. Und dann habe ich eines Tages wegen meinem Praktikum so einen Vortrag mir angeguckt von irgendeinem Marketing-Mensch. Und der hat das so souverän und cool gemacht und ich hatte so Lust, ein Mikrofon in der Hand zu halten. Irgendwie. Und dann habe ich richtig Lust auf so einen Vortrag Lust bekommen, einen Vortrag zu machen. Und mit dieser Lust bin ich eigentlich an die ganze Sache ranzukommen, mal auf so einer Bühne zu stehen und sowas zu halten und so eine schöne Präsentation zu machen. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Das ist mein Baby.
Ja. Okay. Coole Sache. Wenn es keine Fragen mehr gibt, ich bin dann bestimmt in irgendeinem Bereich, wo ich nicht weiß, wo er ist. Ja, ihr könnt, wenn es keine weiteren Fragen gibt, könnt ihr Nora noch im Meetingraum treffen und ihr persönliche Fragen stellen. Ansonsten großen Applaus für Nora Wunderwald. Applaus